Morgen ist es endlich soweit. Christine Herrmann und ihr Fitnessstudio-Team dürfen wieder loslegen. Mehr als 10 Wochen hat die Geschäftsführerin vom Enjoy darauf gewartet. Wir haben so lange auf diesen Tag hingearbeitet, dass wir einfach nur uns freuen mit Schmetterlingen im Bauch. Morgen früh, allesamt, früh um 6 geht's los. Früh um 6 werden wir unsere Mitglieder begrüßen. Und das ist einfach das schönste Gefühl. Man kann es gar nicht in Worte fassen. Aber wie überall gilt, neue Zeiten, neue Regeln. Wenn auch gar nicht so viele wie befürchtet. Das Schöne ist natürlich, dass wir den Mitgliedern auch die Angst nehmen können. Denn die Hygienestandards, die wir bekommen haben, die sind zu 80% sowieso schon von uns umgesetzt worden. Neu ist nur, dass wir natürlich erwarten und verlangen, dass gleich am Anfang, wenn die Mitglieder reinkommen, dass desinfiziert wird. Deswegen haben wir hier gleich am Eingang den Desinfektionsständer aufgestellt. Und nach der ersten Desinfektion geht's in den Umkleidebereich. Im Umkleidebereich ist es so, dass auch dieser 1,5 Meter Mindestabstand eingehalten werden soll. Das ist neu für die Mitglieder, jedoch denke ich sowieso im alltäglichen Leben schon sowieso umgesetzt. Und deswegen denke ich, ist man da schon auch ein Stück weit eingespielt. Das heißt, wenn das Mitglied hier reinkommt, zieht er sich beispielsweise an diesem Schrank um und der nächste, der reinkommt, achtet bitte darauf, dass die 1,50 Meter Mindestabstand eingehalten werden. Somit nutzt man eben den Schrank hier vorne. Und umgezogen gehen dann die Mitglieder vom Umkleidebereich zu dem Check-in. Hier ist natürlich der Mindestabstand erforderlich, dass das Mitglied sich ganz in Ruhe jeweils einchecken kann und dann eben durchs Drehkreuz geht. Neu und wichtig zu beachten sind einfach auch die Wege. Unsere Mitglieder kennen das, dass wir einen Weg in Richtung Kursraum haben und den anderen Weg in Richtung Trainingsfläche. Hintergrund dieser Maßnahme ist einfach, dass wir wirklich diesen 1,5 Meter Abstand gewähren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Eingänge und Ausgänge separat gelaufen werden. Dann kann es an den Geräten aber losgehen. Die müssen natürlich auch alle mindestens 1,50 Meter voneinander entfernt stehen. Wie bisher desinfiziert jeder sein Gerät, nachdem er es benutzt hat. Außerdem ist ein Mitarbeiter während der Öffnungszeiten nur noch für die Desinfektion zuständig. Je nach Größe des Studios dürfen unterschiedlich viele Mitglieder gleichzeitig sporteln. Für Kurse gibt es allerdings einheitliche Regeln. So, im Kursraum haben wir neue Bestimmungen. Also für unsere Mitglieder ist es derzeit neu, dass wir natürlich die Abstände einhalten. Deswegen haben wir es auch zur Erleichterung einfach schon mal demonstriert. Es dürfen maximal 8 Teilnehmer inklusive Kurstrainer an einem Kurs teilnehmen. Nach erfolgreich absolviertem Training ist hier der Ausgang der Mitglieder. Das heißt, man geht einfach hier außen lang, kommt niemanden in die Quere und geht dann wieder durch die Tür Richtung Umkleidekabine. Hauptthemen bleiben also auch in Fitnessstudios der Abstand und die Hygiene. Nur die Entspannung muss weiterhin zu Hause erfolgen. Wie überall muss der Sauna- und Entspannungsbereich nämlich noch geschlossen bleiben. Stand jetzt darf er in Brandenburg erst am 13. Juni wieder öffnen.